Let's go, ladies and gentlemen. Wir fahren mit dem Ferrari. Ich hatte gerade eben schon ein Rennen mit diesem Auto. Für die Leute auf YouTube auch schon mal angemerkt. Was ich nicht gecaptured habe. Und ich denke mir so, ey, ich will jetzt nicht Low-Quality-Video hochladen. Da fehlt der Artikel. Ich weiß, aber ich wollte halt nicht quasi mit schlechtester Bildqualität was hochladen. Und ja, dementsprechend, ich werde jetzt nochmal mit dem Ferrari fahren. Das ist ein Auto, das eine gute Sekunde hinter dem Lambo ist, pace-technisch. Und was mich dazu zwingen wird, mehr in Zweikämpfe zu gehen. Das heißt, wir werden nicht eine Sekunde einfach auf die Lambo-Zeiten drauf addieren können, sondern ich muss noch ein bisschen mehr Einbußen hinnehmen, zwecks der Pace. Mal schauen, was jetzt geht. Aber ich glaube, der Portugiese, der auf 1 ist, drei Portugiesen in den Top 4. Wie geil ist das denn? Portugal-Deutschland, das Halbfinale aus der Weltmeisterschaft 2006. Das Deutschland, glaube ich, 3:1 gewann. Belegt hier P1 bis P5. Ui. Auto ein bisschen unruhiger. Ja, also die Meta-Autos sind halt Lambo und sonst natürlich auch die Allrad-Helden, sag ich mal. Der Evo, der Subaru, der Bugatti, der Nissan. Hab ich noch was vergessen? Weiß ich gerade nicht. Und ich werde gerammt, weil ich wieder der einzige Nicht-Lambo hier bin. Oh Mann, oh. Hallo, Bump Draft Me. Nein, der Don Dosco will jemand anderen Bump Draften. Der geht lieber nach innen. Ricciardo vor mir. Spiel um Platz 3. Habe ich nicht. Ich habe Halbfinale gesagt, ne? Ja, ich meinte Spiel um Platz 3. Halbfinale wurde ja leider gegen Italien 2:0 verloren. Bleib mal mittig. Let's go! Es ist so heftig, wie viel besser der Lambo aus der Kurve rauskommt. Krass. Eieiei. Sorry, mate. Das ist halt pace-technisch nicht der Lambo hier gerade. Da muss ich ein bisschen Einbußen hinnehmen und du hinter mir dann dementsprechend auch, wenn du versuchst mir zu folgen. Alter, das ist. Oh, GP2. Hey, er bumpcraftet mich. Ehrenmann Benny. Jetzt sendet er aber auch in. Weiß nicht, ob das vorher mit dem Bumpen intended war. Jawoll! Jawoll! Soll ich meiner Online Gran Turismo 7 Persona einen eigenen Nicknamen geben? So wie meine MotoGP Persona Udo Zweirad heißt? Alter, der hätte mich fast umgewämst aus 2 Sekunden Entfernung. Okay. Ja, der Lambo ist halt überall besser. Das ist krass. Ich glaube, der Ferrari ist in keiner Disziplin gerade hier schnellere Auto. Oder besser. Lambo ist stabiler, Lambo ist ruhiger. Schneller in die Kurve, aus der Kurve raus, auf der Geraden und so.
Aber ja, ich wollte, nachdem wir mal 3 Rennen im Lambo hatten, jetzt mal 3 Rennen mit Nicht-Meta-Autos fahren. Die Top 70 sind bestehend aus den ganzen Allradkisten. Ich glaube, auf 71 gab es den Mazda Atenza. Cool. Der Lambo, der hat sich gerade schon in Kurve 1 ein bisschen verkalkuliert und jetzt fährt er mir in die Kiste. Zwei Sekunden für ihn. Cool. Er hat mich ja trotzdem eine Position gekostet, also für mich sehr ärgerlich jetzt leider, aber... Ja. Ey, kannst du nicht einmal nicht irgendwo reindiven? Das ist doch echt anstrengend mit dir. Und dann gibt er mir Lichthupe. Mein Gott, ist das anstrengend mit dem Kerl. Also hier in dem Part bin ich schneller gerade, aber die Frage ist halt, liegt das am Ferrari oder bin ich als Fahrer da einfach recht gut unterwegs? Stolz drauf, dass ich trotzdem mit den Top 6 quasi oder in der Top 6 bin und den Rest wirklich so auf Abstand halten kann. Weil das ist mit diesem Auto absolut nicht einfach. Ja, auf jeden Fall, meine Gran Turismo Persona würde auch Volker heißen. Volker Puttekarre. Oder Kevin Plattfuß. Fände ich auch nicht schlecht, den Namen. Um die Ecke ist auch nicht schlecht. Otto Octan nennen. Otto Octanius, ey. Dann hätten wir so eine leichte Spider-Man-Anspielung noch drin. Ah. Schöner Exit. Das Problem ist, achtet mal jetzt auf das Delta. Oh mein Gott, der Fall. Ich muss im Sekundenfenster bleiben, dann bin ich dran. Aber schaut mal, jetzt holt der Zeit raus, obwohl ich so viel schneller aus der letzten Kurve rausgekommen bin. Aus der einen... Also nicht die letzte, sondern ihr wisst schon. So gesehen aus der vorletzten Kurve. Aber hey, die letzte Runde hier ist gerade nicht schlecht. Sechzehntel, Fünfzehntel. So, erneut dasselbe Spiel. Mitten auf der Geraden fängt der Lambo genau. Hm? Obwohl ich Windschatten habe, genau. Nee, doch nicht. P5, Alter! Krass, ich bin heftig gut. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich gucke, was ich als nächstes teste. Den Ferrari fand ich... Ey, vom Fahrverhalten ist er geil, aber in der BOP ist er gerade nicht gut. Okay, Leute. Wir hatten gerade schon ein Rennen im Aston Martin, das sehr unzufriedenstellend gelaufen ist. Ja. Wendy lehnt sich an. Also wenn die beiden sich ein bisschen kabbeln... Oh, angestupst. Da gibt's zumindest erste Anzeichen dafür. Ja, Bro. Ey, Ricardo. Mein Gott, Ricardo. Mein Gott, Ricardo. Du Flasche, ey. Weil ich da knallhart weggebumst wurde von Ricardo. Ricardo. Und ja, jetzt ist der nicht dabei, zum Glück. Und ich möchte nochmal den Aston Martin fahren, denn der ist nochmal ein bisschen schneller als der Ferrari. Zumindest in meinen Händen. Und ich will einfach mal gucken, was jetzt geht. Also es ist trotzdem ein Nicht-Meta-Auto. Mal gucken.
Wenn wir das gewinnen, dann hoffe ich, dass manche Leute hier den Aston Martin fahren, in der Hoffnung, ein neues Meta-Auto entdeckt zu haben. Aber warten wir mal einfach ab. So. Flavio ist wieder mit dabei, der sehr unentspannt fährt. Fokus jetzt. Ich glaube, das Ferrari-Rennen werde ich, das ich nicht aufgenommen habe, werde ich trotzdem von Twitch übernehmen und reinschneiden. Nach diesem Rennen dann vermutlich. Einfach nur, damit man das trotzdem sieht, weil es war ein cooles Rennen. Es war schon cool. Und ich fände es, glaube ich, schon ganz cool, wenn man das auch sieht. Und mein innerer Monk sagt nee, weil, oh Gott, die Bildqualität wäre bei dem Rennen ja anders als bei den anderen beiden Rennen vom selben Video. Ich glaube, da muss ich einfach weniger Monk sein. Okay, also die Jungs vor mir ziehen gerade ein bisschen weg. Mira von Riva 9. Kämpfen aber zum Glück gegeneinander. Ich hoffe, dass ich... hier irgendwie noch rankomme. Ich glaube, hier im Abschnitt bin ich allgemein ein bisschen flotter als andere. Bisschen quer gestanden, alles okay. Also ist schon mal nicht schlecht, in einem Nicht-Meta-Auto hier mit der Spitzengruppe mitzukommen. Oh boy. Emre hat sich mittlerweile auch in den Lobbys verirrt. Ist gerade auf 2. Und da wird hinten ein bisschen gerangelt. Strafe. Ja. Es ärgert mich, das Rennen, in dem Ricardo mich weggehauen hat, war ein potenziell ein Rennen mit sehr viel Potenzial. Und es hätte richtig spannend werden können. Objektiver Toni sagt, vorne wird es safe krachen. Bin schon mal gespannt. Ja, der Skelko wirkte für mich jetzt nicht so wie der aggressivste Fahrer, sag ich mal. Der Flavio ist ein bisschen weniger vorsichtig, sagen wir es mal so ganz diplomatisch. Der Linkskurve habe ich vorhin vermasselt. Hier. Moin Luis, Thema Cheating im F1 Game kommt gleich. Okay, letzte Kurve, die beiden fighten wieder. Sehr schön, komm. Kostet euch bitte Zeit. Ja, ich habe vorhin den Tag ein bisschen vorm Abend gelobt. Der Norweger hinter mir ist dran. Okay, 2,91 Sekunden. Ich
verliere gerade keine Zeit auf der Geraden. Finde ich gut. Aber man merkt einfach, der Lambo ist so viel schneller in nahezu jeglicher Hinsicht. Zwei nach vorne. Also wenn die weiterkämpfen, dann könnte ich noch mal rankommen. Komm schon. Und 2,5 der Abstand, 2,2 und 2,5. Ach, da wird richtig, richtig gekämpft. Also in der letzten Runde könnte es nochmal spannend werden. 34,4 ist eine super Runde. Alter, nochmal eine PB im ersten Sektor. Also man sieht aber, man kann auch mit anderen Autos als mit dem Lambo performen. Ich hätte hier mit dem Lambo wahrscheinlich das Rennen sogar für mich entscheiden können, weil da wäre von Anfang an eine 34 Low drin gewesen, aber der Aston funktioniert. Kurz mal auf die Zwischenzeit geschaut. Sieht wieder nach einer 34,4 oder so aus und ich glaube, der Scalco wird meine schnellste Runde unterbieten jetzt. Ja, 34,0 von ihm. 34,3 von mir. Aber ey, der Smart funktioniert. Oh, und der Flavio hatte noch eine Sekunde Strafe. Krass. Also, kurz mal selbst beneißen. Und damit für die Leute auf YouTube. Es geht nochmal in das Ferrari-Video. Rennen, wie auch immer. Lasst ihr da auch ein Like da. Let's go, Leute. Gehen wir rein. Mit Deep Forest Gruppe 4. Und ich fahre mit dem Ferrari. Ein Auto, das hier vermutlich nicht so wirklich on-pace sein dürfte. Ich war eine Sekunde langsamer als mit meiner Lambo-Runde. Klar, ich muss mich erstmal ins Auto gewöhnen, aber ich habe das Gefühl, dass der fehlende Allradantrieb bei diesem Auto dann doch einen gewissen Unterschied macht. Weil die Autos, die on-pace sind, sind eigentlich fast durchweg, zumindest in den Top 70, glaube ich, Allradbetrieben. Der Lambo, der Bugatti, der Subaru, der Mitsubishi und der Nissan GT-R. Vielleicht habe ich sogar noch eins vergessen, aber das sind die Top 5 Autos hier gerade. Und mit dem war ich jetzt eine Sekunde langsamer als mit der Runde im Lambo, wo sowieso noch Pace verborgen war. Aber wir gucken mal, was wir hier hinkriegen. Vielleicht wird es ja wieder gut. Habe ich mit dem Treiber 457 probiert. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe auch schon mal versucht, quasi mit dem Treiber zurückzugehen und sowas, um dann die älteren Firmware zu laden, aber dann bleibt er bei mir im Update-Modus. Das ist leider nicht wirklich funktional bei mir alles. Also funktioniert alles nicht, was das Fahrrad der Gelenkrad angeht. Oh, Simo.
der auch eigene Lenkräder herstellt, die Simocube. Let's go. Schöner Exit. Flavio kriegt vorne auch Penalty. Alter! Was ist hier auf einmal los? Warum bin ich so gut? Ja, Sende. Sende, aber das ist nicht mein Ende, denn ich mach dich kaputt. Denn du trinkst Martini und ich trinke Holy Hydration. Mit dem Code DaveGaming gibt's 10% Rabatt für alle Bestandskunden und für alle Neukunden. 5 Euro mit dem Code DaveGaming5 auf eure erste Bestellung. Dann könnt ihr euch mal durchs Probierpaket probieren. Hashtag Werbung natürlich. Und mein Lieblingsgeschmack ist Acai-Hibiskus. Unglaublich geil. Hab gerade Blackberry Black Tea probiert, wo mir vor allem der Nachgeschmack unheimlich gut schmeckt. Bro, der Ferrari geht ab. Ich verstehe das nicht. Warum bin ich mit so einem Nicht-Meta-Auto so gut? Let's go. Wir müssen näher an den Flavio, damit wir auch safe durchkommen. Segelflieger, danke für den 32. mit Prime Diversity. Moin, moin. Oh Gott. Ja, Flavio, hast du gut gemacht. Hauptsache nichts nach der Penalty verlieren, ne? Ja, Bro, warum gerät er da nach außen? Das verstehe ich gerade nicht. Mama mia, ich bin der einzige Ferrari hier. Ich werde nicht gepusht, weil die Leute sich wahrscheinlich denken, ey, kein Markenkollege. Aber ich bin auch das einzige Auto, das hier nicht Meta ist. Das heißt, ich wäre der Einzige, der euch keine Gefahr darstellt. Also... Let's go! Sehr schönes Ding. Zirke Schmönke, du kannst mir nicht einen 10-Zeiler während deines Rennens schicken, Bro. Da kann ich doch jetzt nicht drauf reagieren. Bumcrafte mich doch! Dondosko, was macht der denn? Flavio wieder mit der Penalty, das heißt, der sendet hier wieder voll rein, oder? Oh ne, er hat dazugelernt von letzter Runde. Oh mein Gott, aber ich werde trotzdem von hinten echt hart angebumst. P5 at the moment. Ey, ich sag mal so, jedes, dass ich hier mitkomme mit den Leuten, das ist schon nicht schlecht mit dem Ferrari gerade. Die Pace ist nicht so super gut, aber das ist halt einfach, weil das Auto nicht gut gebobbt ist. 35,8. Da bin ich halt vorher im Lambo ja fast 2 Sekunden schneller gewesen, auch wenn es nicht nur an der Bob gerade liegen dürfte, glaube ich. Ja, der Nissan lehnt sich ja an. Ja, Bro, come on. Da konnte ich nichts machen, da war ich Passagier. Das sah jetzt nach einem knallharten Abschuss aus, aber der hat mich ja selbst weggebamst. Flavio,
Flavio war da vorhin mit dem Plan zum Crashgate unterwegs. Oh, Allface sagt mir was. Das ist der Typ, der mich auf der Nordschleife im AMG abgeschossen hatte. Flavio ist Karma Flavio geworden. Ja, Mann, geiler Typ. Komm, ich bump drafte dich jetzt. Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann. Komm, komm, komm. Komm. Ja, nee. Nee, 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 nee. Nee. Geh auf die Ideallinie. Hallo. Hallo. Jetzt lässt er sich nach außen. Ach, Bro. Wow, das war ein schöner Switchback von ihm. Wow. Stark gemacht. Ja, da kannst du auch nichts machen. Da ist er halt einfach im bedeutend besseren Paket unterwegs. Also die Zeiten sind natürlich jetzt gerade hart dadurch beeinträchtigt, dass ich nicht zweikampffrei unterwegs sein darf, kann, weil ich durch die schwache Performance des Autos halt immer wieder im Zweikampf jetzt verwickelt wurde. In den Zweikampf verwickelt wurde, aber wir haben ja im Quali im Prinzip schon gesehen, das Auto ist eine Sekunde langsamer als der. Tschüss, Lambo. P6 wäre halt echt krass. Yes, baby! Los, Knacker! Ja, Mann! Geiles Rennen. Alter, war das ein wildes Rennen.